Guten Tag und weit mein Pfeil. Ja, hier an dem Masurischen See, hier am Juxti-See, ist es schon ein herrlicher Platz, um sich mal 10, 20 Minuten zu erholen von einer Brunft, die ein wenig anstrengt. Nicht, weil sie gut läuft, ganz im Gegenteil, es läuft sehr gut, aber jeden Morgen, jeden Abend und das seit ein paar Wochen, das strengt schon ein bisschen an, aber es macht sehr viel Spaß. Kurz zu dem Schweißhunde-Team, was immer wieder unterwegs ist. Ja, wir haben jetzt einige Nachsuchen, gestern 3, heute 3, aber jeden Tag kommen durch den Schweißhund die Hirsche zur Strecke. Wir hatten Todsuchen, die nicht so schwierig waren und leider aber auch Fehlschüsse, die dadurch bestätigt wurden. Und das ist gut so, es ist bestätigt worden, die Jäger haben vorbeigeschossen, also auf ein neues, das kann jedem passieren, das ist Jagd. Heute, wie gesagt, auch schon eine Todsuche dabei, nach 300 Metern lag der Hirsch mit einem guten Kammerschuss, ein bisschen weit hinten, aber trotzdem noch die Lunge gut gegriffen. Und jetzt wiederum ist das Team auf einer Fährte, die sie gestern angefangen haben und der Hirsch im Wundbett lag, vor ihnen hoch noch zu mobil war, sodass sie die Nachsuche mit Absicht abgebrochen haben, um heute jetzt den hoffentlich stark kranken Hirsch zu finden oder zu stellen, um dann ihn zu erlegen. Hatte ich Ihnen die Tage noch gesagt, dass das Rotwild nicht herauskommt und nicht die Wiesen betritt, sondern nur unter den Eichen steht, so war gestern Abend genau der Gegenteil der Fall. Ein Rudel ist herausgekommen auf die Wiese, wir konnten filmen und schauen Sie selbst. Ja, das war gestern Abend und Sie sehen, es gibt keine jagdliche Regel oder jagdliche Weisheit, die nicht irgendwann über den Haufen geworfen wird. Und so war es ja schön, dass wir gestern diesen Anblick hatten. Natürlich zu jung und natürlich wurde der Hirsch nicht erlegt. Und nun kommen wir zur Frühpirsch. Dort haben wir wieder gekämpft, richtig gekämpft, waren in den Einstand. Wir haben so ein bisschen was mitgeschnitten, um Ihnen eigentlich mal zu zeigen, wie aufregend und wie stressig das ist. Wir sind nicht zu Schuss gekommen. Aber wir haben den Beihirsch gehabt, aber sehen Sie selbst, wie wir dort auch an der Kameraführung sieht man, wie man nervös wird und immer kurz davor ist vor dem Hirsch, ganz kurz, aber doch nicht rankommt, weil die Bäume oder die Büsche einen den Blick versperren. Aber das ist ja auch gut so, das ist Jagd und so freuen wir uns natürlich wieder auf heute Abend und morgen früh und wir freuen uns, wenn Sie wieder reinschauen. Bis dahin, Weidmanns Heil.